Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich ebenfalls, dass ich endlich die Zeit gefunden habe, dieses Video für euch zu drehen und mit euch über diese Bücher sprechen zu können. Denn in letzter Zeit war es doch irgendwie sehr verhext. Irgendwas kam immer dazwischen und es hat auch an manchen Tagen auch die Muse nicht so richtig gestimmt, beziehungsweise die Stimmung nicht so richtig gestimmt. Und aus dem Grund wollte ich mich dann nicht gezwungenermaßen vor die Kamera setzen. Aber die Zeit ist jetzt überwunden und ich habe jetzt endlich wieder, ja, vor allen Dingen die Zeit mit euch über diese Bücher zu sprechen und natürlich auch die Muse. Und wie das immer so bei mir ist, wenn die Pause etwas länger ist auf meinem Kanal, stelle ich euch immer erstmal die nächsten 5 gelesenen Bücher vor. Und auch diesmal möchte ich das tun, euch meine nächsten 5 gelesenen Bücher zeigen bzw. mit euch sprechen. Aber auch, ich habe auch noch 3 Graphic Novels mitgebracht, die ich euch gerne ebenfalls noch in die Kamera halten möchte und euch sie nicht vorenthalten möchte. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe mich dazu entschieden, mit dem Buch zu beginnen, welches die wenigsten Seiten hat und was mich am meisten enttäuscht hat. Und zwar handelt es sich um Mein New York von Paul Auster aus dem Rowohlt Taschenbuchverlag. Dieses Buch ist 2001 erschienen und hat insgesamt 114 Seiten und ist mit diversen Illustrationen bzw. Fotografien von New York bestückt, was die Seitenanzahl zum Lesen natürlich noch mal ein Stück weit verringert. Es sind dann insgesamt vielleicht, ja, so knapp 103, 104 Seiten, denke ich mal. Die Illustrationen sind, oder beziehungsweise die Fotografien sind, ja, wirklich gut passend zu den Texten an sich ausgewählt worden. Sie passen gut in dieses Buch hinein und peppen an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal das Lesen auf. Ich glaube, das ist fast auch mit, naja, das, ich würde nicht sagen das Einzige, was mir in diesem Buch gefallen hat, auch hier merkt man an den Texten natürlich auch, dass es Paul Auster ist, jedenfalls für mich, und dass ich immer wieder seine, ja, seine Schreibkunst sehr, sehr mag und dass ich einfach in Paul Auster einen ja, Autoren gefunden, der mich mit seinen Texten tatsächlich eigentlich immer wieder begeistern kann. Aber hier werden in diesem Buch Texte zusammengefasst, die das, ja, Gefühl von Paul Auster ausdrücken sollen zu New York. Die Liebe zu Paul, also die Liebe von Paul Auster zu New York soll mit diesem Buch, ja, wiedergespiegelt werden. Und so habe ich es gelesen, aber so habe ich es tatsächlich nicht wahrgenommen. Ja, die Texte spiegeln alle die New York wieder und haben in dem weitesten Sinne etwas mit New York zu tun. Aber ich kann in diesen Texten weder die Liebe zu New York feststellen, die Paul Auster haben soll, noch kann ich mir es nicht erklären, warum man so ein Buch herausbringt. Weil die Texte stammen alle aus diversen Werken von Paul Auster selbst und sind halt immer so Abschnitte, die herausgesucht worden sind. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich gespoilert werde. Gespoilert durch die Texte an den Werken, die ich noch nicht kenne von ihm. Und das war hier tatsächlich ein Großteil von den Texten, die ich nicht kenne, und außerdem hatte ich das ganze Zeit das Gefühl, dass ich gespoilert werde. Also mir hat dieses Buch, also der Sinn dieses Buch ist mir tatsächlich nicht, habe ich nicht erkannt, ist mir nicht entgegengesprungen, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum man so ein Buch herausbringt mit Ansammlungen von Texten, die zum Thema New York passen. Wenn ich erkannt hätte, dass dadurch seine Liebe zu New York irgendwie das wiedergespiegelt hätte, dann hätte ich das noch verstanden, dann hätte man das herauslesen können, dann hätte man sich vielleicht ein Stück weit auch etwas herausziehen können. Aber in den Texten hat man jetzt nicht unglaublich gemerkt, dass Paul Auster einen sehr, sehr starken Bezug zu New York hat. Ganz im Gegenteil, manchmal war New York auch tatsächlich bloß die Beschreibung einer Straße oder einer Ecke oder, ich sag's mal lapidar, eines Papierkorbs. Und ich weiß nicht, ob hier tatsächlich der Kapitalismus durchgekommen ist, dass man ein Buch herausbringen muss, um ein bisschen Geld ja, zu machen, damit die Leute es ja, kaufen
Weil für jemanden, der Paul Auster noch nie gelesen hat und überhaupt keinen Bezug zu Paul Auster hat, hat dieses Buch tatsächlich keinen Mehrwert. Und für alle anderen, die Paul Auster vielleicht sehr, sehr mögen und auch schon mal gelesen haben, entdeckt man hier einfach nur Texte, die man entweder bereits schon gelesen hat oder eben noch lesen möchte und dann immer die Gefahr eingeht, dass man einfach schon gespoilert wird. Ja, deswegen kann ich dieses Buch tatsächlich überhaupt nicht empfehlen, weder als Paul Austers Leser oder als noch nicht Leser. Ich meine, ich habe ja von ihm auch schon das Rote Notizbuch gelesen. Und da war es ja sehr ähnlich, dass hier Texte zusammengewürfelt sind. Aber bei den Texten hatte ich wenigstens das Gefühl, dass ich etwas lese, was mich nicht spoilert und wo ich auch die Sinnhaftigkeit dieser Texte erkannt habe, weil hier waren Texte zusammengewürfelt worden oder zusammengestellt worden, die skurrile Momente in Paul Austers Leben zusammengestellt worden sind und man immer hier irgendwas Schmunzelhaftes lesen konnte, sage ich mal. Aber hier war es nicht mal etwas, wo ich sagen könnte, hier habe ich gelacht oder hier habe ich geschmunzelt oder ich kenne nun mal nicht New York aus dem Blickwinkel, den Paul Auster hat. Und ich habe mir immer gedacht, dass hier in diesem Buch drin steckt, dass ich vielleicht neue Texte, vielleicht auch Texte, die es nie in einem Buch geschafft haben, lesen werde. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Also für mich war dieses Buch ein Flop, ein Buch, was ich so nicht empfehlen kann, und ich würde sagen, die 8 Euro kann man sich hier tatsächlich sparen. Wenn man ein Buch tatsächlich mal lesen möchte, wo man den tatsächlichen Bezug zu New York mit den Texten bekommt und auch die Bedeutung von New York in den Texten wieder erkennen möchte, dann kann ich tatsächlich nur New York von Lily Brett aus dem Surkamp Verlag hier empfehlen. Hier werden die Kolumnen von Lily Brett zusammengefasst und die kann man hier einfach hintereinander weglesen, was ich sehr, sehr schön finde, vor allen Dingen, weil diese Kolumnen natürlich nur in amerikanischen Zeitungen abgedruckt werden. Und die man vermutlich nur online lesen kann, wenn überhaupt. Aber hier werden sie halt einfach nochmal übersetzt und zusammengefasst beschrieben bzw. zusammengetragen. Und hier in diesen Texten spürt man tatsächlich die Bedeutung von New York für die Autorin als in My New York von Paul Auster. Und Kolumnen hintereinander wegzulesen ist natürlich auch eine Art, die nicht jeder kann und die auch nicht für jedermann was ist. Aber ich meine, man kann auch nur mal eine Kolumne lesen und dann halt gerne auch nochmal zu einem anderen Text greifen. Aber hier ist es wesentlich besser gelungen, die Bedeutung von New York wiederzuspiegeln. Ja, das war meine Enttäuschung von Paul Auster. Ich bezweifle immer noch, dass Paul Auster das so zusammengestellt hat und dass das jemand anders war und nur der Name von Paul Auster hier mit drauf gedruckt worden ist, damit es sich einfach verkauft. Ja, vielleicht muss ich auch einfach mal einen Bogen drumherum machen, was so Zusammenstellung von Texten geht, jedenfalls erstmal bei Paul Auster. Und an sich mag ich eigentlich total gerne, wenn man so Texte, Kolumnen und so weiter zusammenstellt und das lesen kann, vor allen Dingen auch so Texte, die man vielleicht jetzt in Deutschland nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Aber hier bei Mein New York ging es für mich tatsächlich in die Hose. Das zweite Buch, über das ich mit euch sprechen möchte, ist ein Buch, was ebenfalls auf der Liste meiner Sub-Challenge stand, genauso wie Mein New York von Paul Auster. Und zwar möchte ich mit euch über Fox von Christina Dalcher aus dem Fischer Verlag sprechen. Dieses Buch hat insgesamt 395 Seiten und ist im Jahre 2018 erschienen. Ich möchte euch zu Beginn erst einmal etwas über den Inhalt sagen. Wir befinden uns in Amerika, in einem sehr zeitnahen Amerika, aber in einem Amerika, wo die Ohren tatsächlich ganz anders ticken. Und zwar sind die Frauen in diesem Amerika
auf ihre Kommunikation sehr eingeschränkt, denn sie dürfen nur noch 100 Wörter am Tag sprechen und werden dafür bestraft, sollten sie mehr als diese 100 Wörter sprechen. Und zwar die Bestrafung sieht wie folgt aus, dass sie mit einem Stromschlag, der mit jedem Wort quasi oder mit jeder Anzahl von Wörtern, die über diese 100 Wörter hinausgehen, intensiver wird. Neben der Einschränkung der Kommunikation sind Frauen auch in ihrer Bildung, in ihrer individuellen Bildung und in ihrer Freizeit sehr, sehr stark eingeschränkt. Denn Frauen dürfen eigentlich fast gar nichts mehr, außer sich um die Kinder zu kümmern und um das eigene und um den eigenen Haushalt. Und natürlich nicht zu vergessen, den Mann hörig zu sein und alles zu tun und zu lassen, was diesen Mann glücklich macht. Die Geschichte wird uns von Jean erzählt, die die Protagonistin quasi ist und auch die Ich-Erzählerin ist, und wir die Gedanken und den Verlauf der Geschichte aus der Ich-Perspektive von Jean erzählt bekommen. Im Grunde hat mir diese Geschichte bzw. die Idee, die dahinter steckt, eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja hier eine Dystopie, Dystopien werden ja in der Regel auch, Dystopien sind ja in der Regel sehr, sehr plotlastig geschrieben, beziehungsweise es geht Schlag auf Schlag, besonders wenn, man bestimmte Charaktere hat, die einfach gegen dieses Regime sind, beziehungsweise gegen die Regierung sind und einfach die Geschichte vorangetrieben wird und es eins auf den anderen kommt. Und auch das ist bei dieser Dystopie so, also wir sind hier sehr, sehr stark plotgetrieben, was ich gar nicht so schlimm finde. Weil manchmal kann man halt auch einfach was Spannendes lesen und was sehr, sehr stark plotgetriebenes ist, finde ich gar nicht so schlimm und hat hier aus meiner Sicht eigentlich an sich auch ganz gut gepasst. Am Anfang hat mich tatsächlich die Geschichte Fox an der Report der Markt erinnert. Falls dem einen oder anderen wird Report der Markt von Margaret Atwood natürlich etwas sagen. Ich habe hier noch eine sehr, sehr alte Ausgabe. Und ich habe mich gefragt, woran es gelegen hat, dass mich Vox so an den Report der Markt erinnert hat. Und ich glaube, es lag einfach nur, dass hier Frauen tatsächlich ebenfalls im Fokus sind und die Gruppe ist, die unterdrückt worden ist. Weil ansonsten hat es natürlich nicht mehr Gemeinsamkeiten als diese Minderheit, die unterdrückt worden ist. Ab der Mitte der Geschichte hat sich meine Begeisterung dieses Werkes tatsächlich gewandelt. Und ich weiß gar nicht, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es genau die Mitte war, aber irgendwann ab einem bestimmten Punkt hatte ich das Gefühl, dass ich hier nicht mehr das bekommen habe, was ich am Anfang des Buches bekommen, also gelesen habe. Und zwar ist Jean eine Protagonistin, die am Anfang aus meiner Sicht, genauso wie ihre Freundin das gesagt haben, Jackie hieß sie, glaube ich, in einer Blase lebt, in der sie sich sehr wohl fühlt, indem sie einfach ihr Leben leben kann. Und was auch völlig in Ordnung ist, und irgendwann hat man das Gefühl, dass Jean sich zwar wandelt und man das Gefühl hat, sie entwickelt sich weiter, aber umso mehr man dieser Geschichte gefolgt ist, hat man das Gefühl, dass Jean weiter in einer Blase lebt. Und ich wusste nicht, woher das kam, dass mich das so gestört hat. Aber diese Naivität, dieses Verlassen auf andere, dass man auch unheimlich viel Glück hat in dem, was man tut, dass alles so kommt, wie man sich das vorgestellt hat, gar nicht viele Hindernisse in den Weg kommen, fand ich einfach grenzwertig. Vor allen Dingen aber grenzwertig, weil Jean einfach in einer so konstruierten Blase gelebt hat und sie gar nicht versucht war, also hatte ich jedenfalls das Gefühl, aus ihrer Blase herauszukommen, sondern einfach nur versucht hat, mit ihrem Liebhaber, den sie hatte, ein neues Leben zu beginnen.
Dann war natürlich, wie hätte es auch anders sein sollen, dieser Liebhaber ein unheimlich gut gebauter, gut aussehender Typ, der ja gefühlt vom Meer auf den Strand läuft und anders hätte es nicht sein können in dieser Welt. Also ich fand am Anfang, fand ich die Idee sogar ziemlich ja besonders, dass die Ehe mit ihrem Mann nicht so besonders gut läuft. Fand ich wirklich gut, dass da nicht alles rosa-rot ist und dass ja, es einfach nicht stimmig war und sie einen Liebhaber hat. Fand ich gar nicht so schlimm. Aber dann diese Beschreibung dieses Liebhabers, diese Beziehung zueinander und dass sie dann einfach von einem Menschen zu einem anderen Menschen gegangen ist und sich da in die Abhängigkeit gegeben hat, aber auch bloß auf eine andere Art und Weise, fand ich einfach ja, sehr, sehr grenzwertig und hat mir tatsächlich sauer aufgestoßen. Dann hatten wir noch Kinder. Also Jean hat insgesamt 4 Kinder, wo tatsächlich nur die jüngste Tochter und der älteste Sohn für mich oder beziehungsweise in dem Buch eine Rolle gespielt haben. Sie hat auch noch Zwillinge und ich habe mich gefragt, wozu diese Zwillinge vorhanden waren. Diese Zwillinge waren zum Spielen für die jüngste Tochter ja gut genug, und aber ansonsten hatten sie keine Rolle und ich habe mich gefragt, warum man dann Zwillinge sich ausdenkt, wenn sie überhaupt keine Rolle haben. Genauso hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass Jean nur ihre Tochter wichtig war. Ja, am Ende war auch noch ihr Sohn wieder wichtig, aber ja, die Zwillinge haben irgendwie keine Bedeutung, beziehungsweise waren überhaupt nicht so wichtig. Und da frage ich mich, wenn man so für seine Kinder kämpft und irgendwann kämpft sie halt auch für ihre Tochter, weil ihr ja nun das gleiche Schicksal widerfahren ist wie ihr selbst. Aber nur weil sie jung sind, sind sie doch genauso wichtig wie das Mädchen oder der Größere, der Erstgeborene. Also im Grunde genommen hat mir am Anfang die Geschichte tatsächlich sehr gut gefallen, auch wie man wie man eingeführt hat. Auch die Idee der Geschichte fand ich wirklich gut gelungen, aber mit Ende der Geschichte hat einfach bestimmte Dinge nicht gepasst. Vor allen Dingen auch, dass bestimmte Dinge immer zufällig gepasst haben und alles hervorragend lief und dann die Menschen, die augenscheinlich was Böses wollten, dann doch irgendwie sich umgekehrt hat. Also, ich weiß auch nicht. Es war eine Dystopie, die war relativ schnell gelesen. Dadurch, dass sie ja nun plotgetrieben war, war sie auch relativ schnell weggelesen, was ich noch sehr angenehm fand, damit ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste mich da jetzt auch noch ein Stück weit durcharbeiten oder auch müsste das Buch jetzt abbrechen, weil es mir ja irgendwann auch nicht mehr zugesagt hat. Aber ich mag Dystopien tatsächlich sehr gerne und ich freue mich auch über jede Dystopie, die ich lesen kann. Und weil ich einfach immer dieses Konstrukt mag von einer Regierung, die irgendwie eine Gruppe unterdrückt und dann sich die Gruppe vielleicht eventuell oder auch nicht herausarbeitet aus dieser Unterdrückung oder Charaktere sich verwandeln oder ja, Protagonisten eine Verwandlung durchmachen und sich neu aufstellen, neu entwickeln. Aber hier hatte ich das Gefühl, hatten wir eine Protagonistin, die einfach ja in diese Rebellion in Anführungsstrichen so ein bisschen hineinrutscht und aber überhaupt keine Reflexion durchmacht, was ich sehr, sehr schade finde. Was mir allerdings sehr, sehr gut gefallen hat oder wer mir sehr gut gefallen hat, war ihr Mann. Ich fand, dass er ein sehr guter Charakter war, der für mich tatsächlich auch mal ein Charakter war, der ja irgendwie Größe bewiesen hat und auch eine Größe, die ich so gar nicht erwartet hätte. Und auch ihre Freundin Jackie, die fand ich irgendwie sehr, sehr sympathisch, auch wenn sie natürlich einfach der Gegenpart von Jean war, fand ich Jackie eigentlich sehr angenehm. Dann ist mir in dieser deutschen Übersetzung auch zum Teil ja Dinge aufgefallen, die ich sehr, sehr merkwürdig fand.
Und mir ist das jetzt sehr häufig aufgefallen, dass Übersetzungen manchmal sehr, sehr komisch sind. Und zwar hat man sagt ja manchmal sowas, Mr. oder der Herr so und so oder der Doktor so und so, wenn man den Namen nicht weiß. Oder man sagt auch Herr Dings oder so. Ja, ist alles geläufig, aber hier hat man sowas übersetzt wie Mrs. so wie noch. Aber ja, man könnte hier noch denken, dass es ein Name ist, aber da, also zum Teil hat man einfach gelesen Doktor so wie noch, Frau so wie noch oder Herr so wie noch. Und das fand ich sehr, sehr merkwürdig, die Übersetzung. Aber auch andere Dinge haben mir einfach nicht gepasst von der Übersetzung. Und mir ist das jetzt mal aufgefallen, weil Andreas Wintermädchen hat das vor kurzem, ich verlinke ihren Kanal gerne mal unten in der Infobox noch, ein Buch gelesen, das hieß Die Wunder. Und da war die Übersetzung auch sehr, sehr merkwürdig, sage ich mal. Und seitdem ist mir das aufgefallen, dass auch bei Vox die Übersetzung hier an manchen Stellen tatsächlich ja gehadert hat. Nee, oder nee, gehadert ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber nicht ganz stimmig war und ich mich gewundert habe, warum man ja so eine Übersetzung ja zulässt, was ich sehr schade finde. Das war nun meine Meinung zu Vox. Es hat mich tatsächlich nicht ja vom Hocker gerissen. Ich war ab der Hälfte tatsächlich enttäuscht und habe dann im Nachhinein auch noch mal gelesen, wie so die Stimmung generell zu diesem Buch war. Und ich habe sehr, sehr häufig gelesen, dass vielen dieses Buch ab der Hälfte nicht gefallen hat und war dann doch etwas beruhigt, dass ich ebenfalls so empfunden habe und ich da Mitmenschen habe, denen es da sehr ähnlich geht. Falls ihr Vox mal schon gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne nochmal eure Meinung dazu sagen, wie euch das Buch gefallen hat. Ich habe aber auch schon Stimmen gehört, denen das Buch gefallen hat. Aber vielleicht kommt es auch ein Stück weit darauf an, wann man dieses Buch liest und unter welchen Umständen man dieses Buch liest, dass man vielleicht die Entwicklung von Jean vielleicht ausreichend findet oder ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann euch dieses Buch ja nur eingeschränkt empfehlen. Eigentlich möchte ich es euch gar nicht empfehlen, einfach weil es mich ein Stück weit auch zu stark aufgeregt hat, dass ich es euch empfehlen möchte. Ich denke, da gibt es, weiß Gott, bessere Dystopien, wie zum Beispiel der Report der Magd von Margaret Atwood, die man lesen kann als Dystopie anstatt Vox. Im Oktober war ich eine Woche lang nochmal an der Ostsee, um nochmal hier rauszukommen. Und an der Ostsee habe ich eine kleine Buchhandlung entdeckt, die ja Prosa hieß und eine wirklich bezaubernde Buchhandlung war. Und ich hätte mir sehr gewünscht, wenn ich so eine Buchhandlung hier auch in Dresden nochmal finden würde. Und in dieser Buchhandlung konnte ich natürlich nicht ohne Buch hinausgehen. Und da habe ich mich für dieses Buch Ich bin Özlem von Dilek Güngör, ich hoffe, man spricht diese aus, aus dem Verbrecherverlag herausgesucht. Dieses Buch hat insgesamt 157 Seiten und ist 2019 erschienen. Es war einfach so passend, dass ich ein Buch mir gewählt habe, was ich von dem Verlag ich noch kein Buch gelesen habe und ich zum ersten Mal in dieser Buchhandlung war. Das war einfach unheimlich passend und ja, und ich musste auch irgendwie direkt loslegen. Mich hat das Thema sehr angesprochen, was hier verarbeitet wird. Und aber um was geht es jetzt in diesem Buch? Özlem ist eine junge Frau, welche uns in dieser Geschichte mit durch ihren Alltag nimmt. Özlem vereinigt in sich, wenn man das so sagen kann, zwei Kulturen. Und zwar einmal die türkische Kultur von ihren Eltern und natürlich die deutsche Kultur, wo sie einfach aufgewachsen ist. Diese beiden Kulturen haben sehr, sehr starken Einfluss auf ja, ihre Persönlichkeit und ja, ihr Denken und ihr Umgang mit Menschen. Sie zeigt uns auch, was Alltagsrassismus mit einem macht, was diese zwei Kulturen in einem macht und was die Frage mit einem macht, die man nach der Herkunft ständig gestellt bekommt. Özlem ist eine junge Frau, die ja bereits Kinder hat und einen Mann hat und im Wesentlichen eigentlich ein sehr, sehr zufriedenes Leben führt. Aber genau diese Themen von Alltagsrassismus, von Herkunft, von Identität, ja, tun immer wieder ihre Gedanken durcheinander bringen und auch ihre, ich würde nicht sagen, ihr Leben in Frage stellt, aber
ja, ihre Daseinsberechtigung, also von ihrer Seite aus, immer wieder in Frage stellt. Dieses kurze Stück, was wir Özlem begleiten, erzählt sie uns direkt aus ihrer Sicht und auch die ganzen Konflikte, die sie erlebt. Und die Themen, die hier bearbeitet oder verarbeitet worden sind von der Autorin, sind natürlich absolut nicht neu. Wir können sie in vielen verschiedenen Werken lesen, aber ich finde, dass man nie genug über diese Themen lesen kann, um einfach den Blickwinkel auch von unserer Seite aus einfach mal zu verändern und einfach auch nochmal über dieses Thema oder diese Themen neu nachzudenken. Das hat mir an diesem Buch wirklich richtig gut gefallen, dass wir in die Augen von Özlem schauen und uns dort oder von ihren Augen den Alltag einfach entdecken können und welchen Einfluss es einfach nun mal hat, die Frage ständig gestellt zu bekommen, woher kommst du? An sich denkt man, ja, es ist eine ganz normale Frage und sicherlich, wenn man jetzt irgendwo im Urlaub ist, ist sie vielleicht auch angenehmer und leichter zu beantworten, als wenn man in seinem Alltag ständig gefragt bekommt, wo man herkommt. Und ich finde es einfach von der Autorin so gut gelungen, diese Themen aufzuarbeiten und in diesem Werk zusammenzufassen oder als Geschichte zu erzählen. Die Sprache dieses Werkes ist sehr, sehr einfach gehalten, was ich passend fand, nicht richtig gut, aber passend fand, einfach weil es nun mal von der Innenansicht von Özlem erzählt wird und ich hätte es komisch gefunden, wenn wir da eine sehr, sehr hohe Sprache oder wahnsinnig ausgefeilte Sätze gelesen hätten. Ich kann dieses Buch tatsächlich nur empfehlen. Ich hatte wunderbare Lesestunden mit diesem Buch. Es war eine so angenehme Geschichte und es hatte so viel Gesellschaftskritik in diesem Buch, was mir auf diese Themen einfach nochmal ein Stück weit noch mehr die Augen geöffnet hat, auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu diesen Themen zu bekommen. Ich kann dieses Buch, wie gesagt, nur uneingeschränkt empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht und mit 157 Seiten ist es ein Buch, was relativ schnell gelesen ist. Ich finde auch dieses Format dieses Buches wirklich echt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und dass man so gut lesen kann, aber doch, mir gefällt das Format vom Verbrecher Verlag sehr und ich habe jetzt auch schon das ein oder andere im Verbrecher Verlag entdeckt, was mich begeistert und auch da werde ich mir nochmal das ein oder andere Buch heraussuchen und es hoffentlich positiv für mich entdecken zu können. Ich habe währenddessen ich am Ende von Ich bin Özlem war überlegt, welches Buch ich als nächstes lesen möchte. Und erst dachte ich, also ich hatte unheimlich Lust, Die Flüsse von London zu lesen und habe mich da auch, ich hatte wirklich so eine große Lust, dieses Buch zu lesen, aber ich habe mich dann wirklich gefragt, ob ich eine neue Buchreihe beginnen möchte. Und bin dann so ein bisschen ins Zweifeln geraten und dachte mir so, soll ich wirklich eine neue Buchreihe beginnen, wieder ein neues Fass aufmachen und wieder irgendwie nicht zum Ende kommen? Und habe mich dann ja da entgegen entschieden und habe mich für einen zweiten Band einer Reihe entschieden. Und ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich mich gegen Die Flüsse von London entschieden habe. So, jetzt kamen relativ viele entschieden vor. Aber ich habe gelesen Die blutige Stille von Linda Castiello aus dem Fischer Taschenbuchverlag. Und dieses Buch ist 2010 erschienen und hat insgesamt 391 Seiten. Wir befinden uns hier wieder in dem Ort von Kate Burkholder, wo sie Sheriff bzw. Polizeichefin ist und wieder einen Mordfall in dem amischen Gebiet lösen muss. Ich mag die Krimireihe bzw. Thrillerreihe sehr, sehr gerne. Zum einen mag ich die Ermittlerin Kate Burkholder sehr und ihr Team, was um sie herum ist. Genauso mag ich auch den Aufbau der Mordermittlungen, der Krimireihen, aber auch den Ort, das Setting, dass wir hier im amischen Bereich sind, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo Amische einfach leben und das hier einfach mit eingesponnen wird. Finde ich sehr, sehr interessant.
Aber auch hier, also ich will gar nicht so viel sagen, aber mir hat der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen und mehr möchte ich gar nicht sagen, weil ich will euch ja schließlich nicht spoilern. Und was mir hier aber ebenfalls aufgefallen ist, dass hier ebenfalls Übersetzungen drin sind, die überhaupt nicht stimmig waren und die dem Lesefluss tatsächlich ein Stück weit behindert haben. Es waren insgesamt nur drei Punkte, die ich mir so angestrichen habe. Wie zum Beispiel einmal war es so, dass man sagt ja dieses Sprichwort, man ist nah am Wasser gebaut oder ich bin nah am Wasser gebaut. Und sie sagt dann halt irgendwann, ich habe nicht nah am Wasser gebaut. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz ungünstige Formulierung. Ich weiß nicht, ich hätte eher erwartet, dass ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber es kam mehrmals, drei, vier Mal vor, wo mir das ebenfalls aufgefallen ist, dass die Übersetzung hier irgendwie nicht ganz stimmig war. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass mir das jetzt, also warum das jetzt so häufig vorgekommen ist, dass die Übersetzungen an manchen Stellen doch gehadert hat. Ist euch das auch schon mal aufgefallen und habt ihr da auch Beispiele dafür, wo das so gar nicht ging? Was ich sehr, sehr schade finde. Ich meine, nicht jeder von uns kann so flüssig in Englisch lesen, dass er ja da Entspannung findet und auch Ruhe findet. Und von daher man ja eben auch zur Übersetzung greift. Und irgendwie erwarte ich dann auch, dass die Übersetzungen soweit stimmig sind. Und finde es sehr, sehr schade, wenn dann irgendwie solche unbeholfenen Sätze herauskommen. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch diesen Band empfehlen. Ich mag die Kate Burkholder-Reihe sehr, auch wenn ich jetzt erst den zweiten Band hier gelesen habe. Aber ich kann sie euch tatsächlich nur empfehlen, wer auf Krimi-Thriller steht und vielleicht mal einen etwas düsteren Krimi lesen möchte. Dann ist auch schon das letzte Buch auf meinem Schoß hier angekommen. Und zwar ist es ein Buch, was mir wirklich gut gefallen hat. Und ich zwar einige Kritikpunkte an dem Buch habe, weil der Kriminalfall für mich ja nicht hundertprozentig stimmig war, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil mir die Naturbeschreibungen wahnsinnig gut gefallen hat und mich das diesbezüglich sehr entschädigt haben. Und zwar rede ich von Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens aus dem Hansa Blauch Verlag. Dieses Buch ist 2018 erschienen, genau, und hat insgesamt 557 Seiten. Wir verfolgen hier die Protagonistin Kaya, welche im Marschland lebt und aus sehr, sehr zerrütteten Familienverhältnissen kommt. Ihre Mutter verlässt sie eines Tages, so wie eigentlich auch ihre restliche Familie, und sie lebt irgendwann in einer herunterkommenden Hütte im Marschland völlig allein. Und sie muss zusehen, wie sie eigentlich klarkommt. Sie entwickelt ein Leben, was ja völlig autark ist von der Außenwelt. Und sie muss halt nur hier und da noch zusehen, wie sie so an Dinge kommt, die ja Geld einfach kosten und die sie einfach dennoch benötigt, aber sie halt eben nicht hergestellt werden können von ihrer Seite aus her. Und sie findet ihren Weg und sie findet auch Menschen, die sie unterstützen und die ihr Hilfe einfach anbieten. Aber ansonsten lebt sie ein sehr, sehr autarkes Leben abseits von jeglicher Zivilisation und baut ein Gefühl auf für die Natur um sie herum, um die Pflanzenwelt, um die Tierwelt, und sie entwickelt einfach so ein Naturgespür, was ich wunderbar zu lesen fand. Und wie ich ja bereits gesagt habe, ist hier in dieser Geschichte auch noch ein Kriminalfall verwickelt, und zwar wird irgendwann die Leiche von Case Andrews, ich kann mir den Namen nicht merken, Case Andrews gefunden, und ja, genau um diesen Mordfall wird auch noch die Geschichte erzählt. Also wir haben quasi einmal die Geschichte um Kaya und einmal um die Geschichte um diesen Mordfall, und irgendwann laufen diese beiden Geschichten zusammen. Der Kriminalfall ist an sich sehr, sehr bodenständig und sorgt einfach dafür, dass die Geschichte so ein Stück weit vorangetrieben wird und man ein Gefühl für Kaya bekommt, aber auch um die Gesellschaft, in der sie lebt, auch noch näher zu beschreiben. Was an sich gepasst hat, aber die Auflösung dieses Kriminalfalls war hier und da aus meiner Sicht nicht ganz so stimmig,
Aber sei es wie es sei. Ich finde, dass einfach die Naturbeschreibungen das Ganze einfach wieder rausgeholt haben und Kayas, also dieses Gefühl, was Kaya entwickelt für die Natur, dass das die Lia uns auch in ihren Büchern oder in dem Buch hier rübergebracht hat. Ich fand das so, ich hätte wirklich noch viel mehr lesen können, wie die Natur da gewesen ist und wie Kaya in dieser Natur einfach gelebt hat, fand ich wirklich wunderbar gelungen. Ich würde euch gerne mal ein Beispiel nennen, was ich meine. Die Lagune roch nach Leben und Tod zugleich. Organischer Mischmasch aus Verheißung und Fäulnis. Frösche quakten, mit dumpfem Blick sah sie zu, wie Leuchtkäfer ihre Zeichen in der Nacht kritzelten. Ich finde einfach, dass hier ein absolutes Talent von Delia Owens steckt, Natur und die Tierwelt einfach so wunderbar zu beschreiben. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in diesem Buch, fand auch diese zwei Zeitströmungen sehr, sehr gelungen, also bis auf diesen Kriminalfall. Und was ich auch wirklich besonders fand, ist, dass auch die Autorin die Zeit um die 60er Jahre, 60er, 70er Jahre vom Klischeehaften, sage ich mal, eigentlich sehr, sehr gut eingefangen hat. Also ich würde, natürlich hat mich hier auch gestört, dass die Polizisten tatsächlich absolut klischeehaft waren. Aber man muss sagen, dass sie einfach in diese Zeit gepasst haben. Und ich glaube, ich hätte mich mehr aufgeregt, wenn sie jetzt meinetwegen in jetzt gespielt hatten, also 2020, dann hätte ich mich natürlich mehr aufgeregt, dass diese Polizisten sehr klischeehaft waren. Aber in dieser Zeit, in den 60er, 70er Jahren, hat das einfach wunderbar gepasst. Und ja, der Gesang der Flusskrebse war für mich ein sehr, sehr gutes Buch und ein Buch, was ich tatsächlich nur empfehlen kann. Wenn ihr auch ebenfalls ja, auf Naturbeschreibungen, auf ja, Leben in der Natur, Mitleben der Natur vor allen Dingen, ja, sehr gerne lest, dann kann ich euch dieses Buch tatsächlich nur empfehlen. Ich mochte es sehr gern und ich hoffe, dass die Lia uns vielleicht noch das ein oder andere Buch schreibt, auch wenn sie ja schon in einem sehr betagten Alter ist. Und ja, ich finde es aber wunderbar, dass man auch in diesem Alter noch ein Buch schreiben kann, was mit so viel ja, Erfolg eigentlich da einhergeht. Und ja, ich mag es sehr. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht getan habt, ich kann euch es nur empfehlen. Da sind wir jetzt auch schon bei den Graphic Novels entdeckt, die ich euch in diesem Rahmen nicht vorenthalten möchte, aber ich möchte gar nicht so viel ja, zu den Graphic Novels sagen, weil ich dazu einfach schon ein Video gedreht habe, und zwar im Zuge der Klassikerwochen. Da habe ich euch diese ja, Klassiker vorgestellt, welche im neuen Gewand sind, und ich möchte sie euch einfach nur noch mal vollständiger halber zeigen und euch ja, auf das entsprechende Video verweisen. Und zwar handelt es sich einmal um Moby Dick von frei nach Herman Melville von Drury und Alary aus dem Splitter Verlag. Dann, dann die Verwandlung von Franz Kafka von den Illustratoren Corby, Rain und Horn aus dem Knesebeck Verlag. Und zu guter Letzt noch die Schachnovelle nach Stefan Zweig von Thomas Hunau, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, und zwar ebenfalls aus dem Knesebeck Verlag. Alle drei Graphic Novels haben mir an sich sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte hier und da ja mit den Illustrationen vielleicht so meine Schwierigkeiten, aber meine genaue Meinung findet ihr, wie gesagt, in dem separaten Video, was ich zu diesen Graphic Novels gedreht habe. Da schaut doch da gerne mal vorbei, ich würde mich sehr freuen. Als letztes würde mich natürlich noch interessieren, ob ihr die Bücher, die ich euch gezeigt habe heute, ob ihr die ebenfalls schon gelesen habt und wie eure Meinung dazu war. Besonders natürlich würde mich eure Meinung zu Vox und natürlich auch mein New York interessieren, falls ihr die Bücher schon gelesen habt. Aber auch zu den anderen Büchern gehe ich gerne mit euch in Diskussionen. Ich finde, es ist nichts Schöneres, als über Bücher zu diskutieren, an unterschiedliche ja, Gesichtspunkte einzunehmen bzw. dem anderen mitzuteilen, und würde mich daher sehr freuen, wenn wir über die Bücher reden würden in den Kommentaren und damit einen Austausch schaffen würden. Ja, ansonsten bleibt es mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch einen wunderbaren
Tag noch wünsche, wunderbare Lesestunden und passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss.